So, Leute, ich bin der Suishumaru. Spielt Triforce Heroes. Und ich bin der Herr DK. Und ich bin ich. Sehr schön. Kennt ihr das Buch, Ich und Ich? Nee. Okay, egal. Nee. Gehen wir in das Truhenhaus, wollten wir gehen, Leute. Und ich bin jetzt schon ganz krass einfach mal reingegangen. Oh, guck den an. Willkommen in meiner täglichen Schatztruhe. Oh, ein Held wie aus dem Bilderbuch. Oh Gott, ich sehe schon, wie das hier aufgebaut ist und krieg schon die Krätze einfach. Deine Mission im Lumpenland sind sicher sehr stressig. Da brauchst du dringend einen Ausgleich. Eine dieser Schatztruhen enthält einen tollen Preis. Hat er so einen Schakal-Sarkophag im Hintergrund? Vielleicht? Ja. Und, ja. Und eine Jadekatze da oben links. Ja. Wenn du die richtige Truhe öffnest, gehört der Preis dir, aber denk dran. Jeden Tag nur eine Chance. Okay. Sei nicht traurig, wenn du daneben tippst. Komm einfach morgen wieder, versuch es erneut. Versuche es erneut. Oder man stellt von seinem 3DS nach vorne. Wenn du 4 Tage in Folge herkommst, gewinnst du auf jeden Fall. Verstehst du? Das Ganze ist gratis, kostenlos, gebührenfrei. Für Umme. Für Umme? Probier's einfach, ja? Oh. Oh, ein Blinkolier. Oh. Bei mir ist ein Textilierfaden heute. Bei mir ist ein Amosgeist drin. Ich will das Blinkolier. Natürlich kriege ich das Kolier, ne? Ja, okay. Dafür, dass es kostenlos ist, sind die Preise nicht von schlechten Eltern. Also, welche Truhe öffnest du? Sollen wir alle einfach die gleiche öffnen? Okay, ja. Wir nehmen einfach alle... Zweite von links. Okay. Ich habe ein Säckchen. Auch ich habe auch ein Säckchen. Ich auch. Eine Niete. Doch du weißt, meine tolle Werbegeschenke zu schätzen. Die täglichen Schatztruhen, wir lieben Gewinner und Verlierer gleichermaßen. Das heißt aber, die Dinger machen sich nicht wieder zu, sondern du hast einfach jeden Tag immer eine mehr dann. Ja. Aber gut, dass ich ein Verlierer bin. So, Moment, gut. Muss mal eben das Datum von meinem 3DS vorstellen. Ich möchte mal kurz die Stadt verlassen. Wir wissen, was da passiert. Wahrscheinlich gehst du ins Hauptmenü zurück. Achso, ne, dann verlasse ich die Stadt nicht. Also gehe ich mal von aus. Ja, du hast recht, das ergibt Sinn. Tschüss. Ja. So, lass mal nächstes Level, oder Leute? Ja. Ich glaube, wir haben jetzt auch alle Einrichtungen hier gesehen, tatsächlich, wenn mich das täuscht. Ja. Ja, richtig. Ja, wunderbar. Alles besucht, Leute. Das heißt, jetzt können wir wieder ins Haus rennen. Habe ich auch gemacht. Sehr schön, ich auch. Straight reingerannt. Aber reinstürmen. Ja, wobei, ich bin erstmal gegen die Wand geknallt. So, meine Internetverbindung ist jetzt auch wieder stabil. Sehr schön. Das heißt... wahrscheinlich, wenn du drin bist, dann folge ich als Erster. Genau. Von einem Spiel. Freunde. Freunde. Erklärung hören. Ich bin der Anführer. Oh, dann wollen wir... Das klingt immer so, weißt du, also ich bin der Anführer. Ich bin der Chef. Ich mach das, okay? Hat das denn irgendeine Bedeutung? Das heißt wahrscheinlich einfach, dass ich der Host bin, oder? Ja. Jo. So, ihr könnt eindringen. Bin auf dem Weg. Ich dringe ganz tief ein in dein Internet. Das ist sehr gut. Währenddessen boxe ich diesen Ball hier und da steht immer wieder Null. Ah, da kam Rubin raus. Ein Grüner. Ich bin drin. Jo. Und da kommt schon unser zweiter Mann. Hallo. Hallo. Hallo, 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 hallo. Auf geht's. Okay. So, was haben wir denn als nächstes? Weiter in den Wäldern natürlich. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Level die Wälder haben. Oh ja, wow. Ich glaube, wir haben noch einiges zu tun. Ja, finde ich gut. Da geht's jetzt in die Britzelhöhle, ne? Ja. Wieder Gurkenschleim bekommen. Und Arachnopanzer. Okay. Oh, ich will ein Arachnopanzer. Heute nehme ich mal das Alltagsgewand. Ich bin heute auch mal im Pennergewand unterwegs. Ich bin natürlich ein Held. Also bitte. Frage mich, ob Jan und ich jetzt genau gleich aussehen. Oder ob die farblich auch anders sind. Britzelhöhle. Nee, die sind farblich anders. Ob es hier Frisselblitz gibt? Oh, wo bin ich denn? Hier ist eine 1 hier stehen. Ich habe eine 1 kaputt gemacht gerade. Ich auch. Der Bogen verschießt krasse Sachen. Ah. Okay, da müssen wir. Ah, übrigens, mit X macht man Fotos. Ja, ich hab's auch gerade. Genau, die habe ich auch gerade aus Versehen gemacht. Okay, wo seid ihr denn gerade? Hallo. Da steht so ein kleiner Bömpel rum. Hallo, kann ich euch eigentlich mit einem Pfeil abschießen? Was passiert dann? Du hast den Busch da oben abgeschossen. Richtig gut, oder? Fast wie geplant. Achtung, hier. Einfach durch. Ich kann Pfeil und Bogen benutzen. Achso, da kam ihr her. Ballon da oben müssen wir abschießen. Komm mal her. Ich will auch Ballone kaputt. Ballone. Komm mal her. Ne. Der Held muss schießen. Oh.
Juli, sind wir nicht hoch Moment, genug. Moment, geh nochmal zurück. Wirf mich da drauf. Moment. Geht das? Warte. Achso, na, das geht natürlich auch. Moment. Ah, nee, warte. Da, ja, genau. Und jetzt. Von meiner Haustür rastet übrigens gerade irgendein Hund völlig aus. Nice. Also nicht, dass ein Hund, aber das mit dem Schlüssel. Ist nice. Moment mal kurz, das Fenster zu machen, das ist gerade ziemlich ätzend. Moment, ich muss eben den Hund erschießen. Schießen wir Christian ab mit Pfeilen. Das ist gut, eigentlich hätte ich gar keinen Schnitt machen müssen. Ich glaube, ich lasse es einfach so drin. Ihr habt ja weitergespielt. Ja. Nicht angeschossen. Platsch. Ich hab meinen Platz. Ah, genau drauf. Perfekt. Richtig perfekt. Weißt du, hier laufen nie Hunde rum. Aber jetzt läuft hier einer rum. Natürlich genau jetzt. Genau jetzt. Und der muss dann auch völlig ausrasten. Da kommt doch irgendwas. Da kommt doch irgendwas. Meinst du da? Oh, guck mal hier. Ja? Ich glaube, wir müssen. Ich bin nicht. Oh, krass. Wirbelattacke! Oder aus oben ein Elektrizität, Strom! Ah, ich habe die Kamera benutzt. Ich habe auch die Kamera benutzt. Sehr gut. Erstmal voll in Christian reinschießen. Schön, dass ich auch die ganze Zeit. Mal gucken, wie viele Fotos ich am Ende habe. Ja, das denke ich mir auch gerade. Weißt du, man hat ja eh nur eins. Guck mal, da oben ist noch was. Ja, ich will da oben hin und ihr? Moment. Hoppla, falsche Richtung. Go, ja, du schaffst das. Nice. Oh, sogar ein Herz. Es ist aber fair, dass wir alle die Rubine kriegen, weil ich glaube, sonst könnte man das Spiel nicht zusammenspielen. Ja. Hey, also, sonst würde man sich ein bisschen prügeln. Wow. 50. Nice. Voll der Fuffi einfach. Irgendwas? Nee. Okay. Dum. Schön. Ich liebe diesen Namen immer noch. Britzelhöhle. Oh. Wahrscheinlich nur wegen diesem kleinen Elektro-Job. Oh, Skills! Oh, fuck. Ja, ja. Wir brauchen noch einen. Komm, nimm uns. Okay. Achso, ich bin das. Ja. Boom, auf den Schalter. Der Snipe. Da unten ist noch so einer, noch ein Deku. Da. Moment. So. Okay. Schieß aber wie bekloppt drauf. Ist den Deku nicht? Eis. Oh, guck mal, der Arme da. Hat auch mal eine Truhe oben hinten links. Ja. Eine Kiste? Guck mal, ob hier rechts noch was ist. Ich lade euch mal kurz hier ab. Achtung. Moment. So. Ja. Moment. Ich muss mich irgendwo abladen. Ich bin angegriffen. Also bestimmt, wir sind jetzt eh hier alles fertig. What? Oh Gott! Hier. Hilf, ich bin runter! Danke! Okay. Läuft bei uns. So. Jo. Mufasa. Okay. Jo. So, ich nehme Abkürzung. Oh! Ich guck hier mal den Gebüschen nach. Aber ich brauche eh eure Hilfe. Schade. Oh, ich dachte, ich komme da so hoch. Boah, wir kriegen Money ohne Ende, Leute. Das hat mich gebracht. Was ist passiert? Ist da noch was tatsächlich? Ist noch ein bisschen Gebüsch, ja. Irgendwie wollte ich da gegen das Ding drauf. Herz gestellt, sehr gut. Wie fühlt es sich an, in der Hand des anderen zu sein? Das fühlt sich wunderschön an. Wo ist das Vieh, was hier gerade rumgewabbelt? Das hast du schon gekillt. Kam da irgendwas Cooles raus? Nein. Nein. Hättest du ja gesehen. Nein, kam nichts raus. Stimmt, wir hätten es gesehen. Britzelhöhlen 4. Oh, wir sind schon beim Boss. Oho. Also Boss, in Anführungsstrichen. Warte mal, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, den kenne ich sogar. Ich fall einfach mal rein. Ich gehe erstmal außen rum und guck, was hier oben noch ist. Sollte ich vielleicht ein Büschel kaputt machen, weil da sind schon Herzen drin. Irgendwie? Hier waren Rubine. Und diese Ausdauerträger. Vielleicht müssen wir es doch kaputt machen, weil irgendwie passiert doch was. Ach, den kenne ich! Den kennst du? Kenn ich den? Weiß ich nicht. Das ist der Dieter. Au. Ich bin zu nah dran gekommen. Oder kenne ich den wirklich? Wenn er jetzt größer wird, dann ja. Ja, den kennen wir. Okay. Oh. Moment. Ich schieße. Achtung, der macht elektrische Stromangriffe. Aufhauen! Jo, oder? Schnell, okay, noch eins höher. Ja, na genau, höher. Ups, das war der falsche Knopf. Herz. Aber ich. Okay, Chris. Okay, warte. So. Nein, fertig. Der ist schnell. Ich kill ihn einfach vorher. Zack. Nice. Gut. Wunderbar. Wir wollen nicht nochmal beim nächsten Boss verkacken. Geld! Da liegt Geld! Ah, wie schön. Du. Großartig. Money! Geld ohne Ende. Verschwindet. Nein! Eins war weg.
Kriegen wir einen Bonus, wenn wir viele Herzen haben? Könntest du aber die Herzen nicht nochmal holen. Deswegen machen wir einfach mal zack. Oh, da geht's noch weiter hoch. Ich brauche hier oben noch einen. Okay, warte. Gut auf die Hände geschmissen. Ja, das war... Das kann ich sogar beobachten dabei. Das ist noch was. Guck mal, da Jan kommt gleich da oben raus. Jawohl. Cool. Oh. Genau 200. DK beobachtet Jan, stand da einfach gerade. Wie geht das denn? Hilfe! Ich schaffe es nicht. Wie kann man jemanden beobachten, indem man auf das Feld klickt unten bestimmt, oder? Ja, einfach auf den Namen unten. Das ist ja sehr cool. Ach, dann kann man dem hinterher gucken, oder wie? Moment. So, pass auf, ich nehme jetzt die rechten. Wir stellen uns jetzt auf wie beim Triforce. So. Okay. Ah, Tatsache, man kann den hinterher gucken. Ich habe den Arachno-Panzer bekommen. Ich krieg schon wieder nur diesen blöden Schleim. Aber ich kann mir jetzt das Kokiri-Gewand machen. Okay, ein bisschen Rivalität ist auch noch drin. Ja gut, aber das können wir ja nicht beeinflussen, was wir bekommen. Das stimmt. Da wollen wir jetzt noch das zweite hinterherhängen und dann im nächsten Part wieder gucken, ob wir uns was Schönes basteln können. Na klar. Geil. Wie reich wir sind. Von Schleim. Vielleicht ein schönes Schleimgewand bauen. Oh, ich habe ein wunderschönes Foto. Ja, wunderschönes Foto geschossen. Einfach mal so einen Boden fotografiert. Ich habe die Brücke fotografiert. Weil wir auch sehr unspektakulär. Es gibt wohl 100 Level, wenn ich das gerade richtig schlussfolgere. Oder 100 Plätze noch frei. So. Aber hat jetzt auch nicht geleckt. Finde ich gut. Ja, bei mir auch alles komplett frei. Das habe ich ja gesagt, Leute. Ich habe jetzt mein Internet. Warum? Mich verwirrt das mit den Wäldern da irgendwie. Wisst ihr das? Kriegen wir irgendwie was, wenn wir das erste Level nochmal abschießen? Naja, man kann halt immer wieder Sachen einsammeln. Moblin-Festung. Ich habe es jetzt mobile Festung gelesen. Es gibt hier so. einen süßen Pilz gibt es hier. Ich nehme wieder meinen Helden. Ich bin heute auch ein Held. Immer schön abwechselt. Ja, das gleiche anhaben. Oh Mann. Ich habe ernsthaft den Tipp da unten bekommen, dass ich, wenn ich B gedrückt halte, eine Wirbelattacke machen kann. Nein! Ist das hier so ein Deko-Blatt? Ich hab dass ich mit X... Wow. Oh, hier gibt's was Schönes. Ich nehme natürlich Pfeil und Bogen. Dann nehme ich halt die Bomben. Jan ist unser Bombenleger. Der langhaarige Bombenleger. Nur ohne lange Haare. Leger. Ja. So, okay. Was gibt's denn hier? Guck mal, Jan, hierher! Wie kann ich die ablegen? So ja, was ein Wasser? Nee. Boah. Okay, ich kann keine Bomben ablegen. Oh, das geht bestimmt irgendwie, oder? Das irgendwie. Muss doch gehen. Oder? Vielleicht, wenn du einfach R drückst oder so? Da laufe ich. Oh, ja, stimmt. Aber dann lässt du die doch fallen, oder? Nee. Wobei? Moment. Nee, tatsächlich. Ich laufe mit der Bombe. Das sieht interessant aus. Ich geh nochmal runter. Guck, ob hier noch irgendwas ist. Ah, nee, wir brauchen hier. Ah, da oben. Komm, ja, wir können ein Vierer-Totem bauen. Ich hab nämlich auch einen Stein gerade auf meinem Kopf. So, einer von euch muss, glaube ich, darüber. So, ich bin bereit. Achso, da, ich seh's gerade. Ja. Ah, wir brauchen aber irgendwie. Jan, du musst Chris hochheben. So. Yes. Ah, wir haben Zeit. Dann schnell rüber. Das sah cool aus. Sehr stylisch. Yay. Werfen. Sehr schön. Na gut. Super. Da fehlt noch ein Command unten, sowas wie Episode doof oder was? Voll dumm, ey. Oh. Plopp. Ich hab Plopp-Schleime schon gesehen. Die wollen uns unsere Rubine klauen. Ich glaube auch. Kann ich die einfach werfen? Also wir rasen erstmal auf die Büsche zu. Diese super dramatische Musik gerade. Okay, hier ist wieder dieser Leuchteblubbel. Ich kümmere mich um den Schleim. Ah, den kann man in der Luft halten, dann gibt der Rubine. Ah. Sehr gut zu Schleim. Ich habe ihn nur gerade auf die Mauer gehauen, deshalb. Das müssen wir mit dem Ball gleich auch mal probieren, das klappt dann bestimmt auch. Flatsch. Wir hatten ja da hinten euch mit den Typen knüppelt. Also, ja. Oder ja, auch mich. Ihr müsst ja das eine Ding kaputt machen, das kriege ich nicht getroffen mit meinen Bomben. Moment. Wir sind gerade noch im Geschäft, drauf Schleime zu töten. Was ist passiert? Ah, voll die Timing-Geschichte. Greif voll schnell an. So, Flatsch. Jan hat Schaden genommen. Moment. Jan! Au. Ah! Oh, das ist eine Spur. Hilfe! Moment, ich glaube, ich muss einfach nur gerade stehen. Na, okay, perfekt. Okay. Ein bisschen Angst gehabt gerade. Ein bisschen. Okay, aber alle Gegner sind anscheinend tot. Ja. Ja. Wir haben noch ein ganzes Herz. Aber wir brauchen gleich noch deine Bomben. Ja. Weil, ich habe da nämlich was gesehen, habe ich nämlich. Hat er was gesehen, hat er das? Wo habt ihr noch was? Ich habe da oben in der Mitte noch was gesehen. Wo war jetzt mal Jan?
Jetzt soll ich, ach, da. Du hast... Nee, so nicht. Wer so nicht. Damit? Probier gerade aus, wie ich die werfen kann. Mit 11 vielleicht? Nee, also ich muss einfach gegen eine Wand werfen. Na gut. Die prallen zumindest nicht ab. Ist ja nicht so, als würdest du einen Unterschied machen, aber... Ja. Man will die trotzdem einsammeln. So, kann man den Baum anrempeln? Nein. Okay, ich bin ready. Ich beobachte Jan. Achso, ich muss gedrückt halten, okay. Ich guck gerade, ob hier vielleicht immer noch was aufsprengt, aber... Bin ich auch da. Ah, es gibt garantiert Leute, die einfach nur das Team komplett kaputt trollen werden. Ja. So bräuchten wir echt ein paar Herzen. Ja, da oben ist ein Moblin, der will das bestimmt kaputt machen. Jan, du musst ihn mit einer Bombe abwerfen. Okay. Sorry for Backseat Gaming. Was? Wie hat er das überlebt? Scheiß Backseat Gamer, ey. Ey, komm mal klar, ey. Zack. So, und jetzt ab nach oben. Wenig Herzen übrig, das sehe ich. Ach nee, Spiel. Ach, Typen, da baller ich voll von der Brücke, so. Ich schwimme hier die ganze Zeit irgendwo rum. Ich hab ein Herz gefunden. Hier ist irgendwas bei dir. Ich hab uns gerade fast getötet. Ja, du musst hierher kommen. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ist lustig, dass wenn ich hierher brülle, dass unten... Oh. Ich wurde von einem Raubschleim mit Herzen getrollt. Das hab ich gesehen. Ach, Jan. Wo soll das nur hinführen? Wir sollten so einen Fail-Counter für jeden einführen. Ja. Also meine ist jetzt bei 2. Ach, du warst es beim ersten Mal auch? Ja. Boah, ja. Jan, spring doch mal besser. Wurden zwar alle getroffen, aber ich hab den Tod verschuldet quasi. Okay, also ihr wisst Bescheid, Leute, ihr seid gerne dazu. Ihr könnt gerne einen einzelnen Counter machen. Wenn ihr das möchtet. Wenn nicht, ich hab 2 Herzen, dann bitte an, auch. Die ich nicht dran komme. Oh, Moment. Warum sind 2 Herzen? Ah. Ich bin nicht dran. Kann man Tote mit dem Wasser machen? Man kann Tote im Wasser machen? Weiß nicht. Mhm. Christa, komm mal her. Achso, du bist... easy. Wir brauchen hier Bomben. Warum? Okay. Ja, oh, stimmt. Moment. Was ist denn hier hinten? Das kloppt bei mir immer unten mit dem Bild auf. Das ist irgendwie komisch. Moment, bin gleich da. Kann es sein, dass das hierher-Command irgendwie ein bisschen verbuggt ist? Wieso? Wenn ich hierher mache, dann kommt das nicht richtig reingescrollt unten. Das ist nur bei den anderen. Ja, hierher ist nur auch über dem Charakter. Ja, aber es versucht bei mir die ganze Zeit reinzuscrollen unten, wie die anderen, aber es bleibt dann mal auf der halben Strecke stehen. Ja, ich gehe davon aus, dass man die anderen das irgendwie reinscrollt, wenn man außerhalb vom Screen ist oder sowas, keine Ahnung. Schnell! Achso! Rüber! Ich hab 5 Rubine gefunden. Nein! Schnell! Okay. Okay, und jetzt? Oh. Nice! so kommt man an die Herzen. Während dann. Jan absäuft. Ich hab da hinten 5 Rubine im Wasser geholt. Oh, sehr gut. Aber ansonsten sehe ich hier, glaube ich, gerade nichts. RIP. Nein! Achtung! Oder so. Flop. Sehr schön. Kann ich den Schlüssel weg zu dir werfen? Ja. Achso, der Schlüssel muss geworfen werden, okay. Ja. Oh, Christian. Ganz schön großer Schlüssel. Ja. Ein großer kleiner Schlüssel. Großer kleiner Schlüssel. Ich hätte jetzt einfach gegen die Wand geworfen. Ob der vielleicht auch reingeht, wenn du einfach gegen die Wand wirfst? Das wäre doch einfach. Kommt einfach durchgebrettert. Einfach zur Seite gerammt. Also, Oh. Oh, hi. Ah, ich sehe schon, da müssen wir wieder mit Bogen arbeiten. Oh, na ganz kann oben man den vor allem. Kaputt machen da? Wow. Oh, was mit dem Ding? Ich glaube, das Ding dreht durch. Ja, und wieder durchdrehen, richtig schnell. So, ich glaube, wir müssen uns hier gegenseitig hochwerfen. Ja. Jan, ich brauch dich. Okay, Moment, hier. So, einfach auf den Rand irgendwo. Okay, hier. Okay, und... Ich kümmere mich um die da. Mit den Bomben. Das funktioniert so nicht. Oh, hast du keinen Bogen? Ich glaube, da müssen... aber da komme ich nicht drüber. Ich glaube, da müssen Bomben rein. Ah, stimmt, das ergibt Sinn. Jan unten auf... 20er. Okay, Jan, komm her. Moment, lass mich... Sorry. Lass mich den da noch kaputt machen. Jetzt könnt ihr mich mitnehmen. Okay, jetzt nehmen wir dich mit. So, ready. Oh, ich komme nicht dran. Okay, wirf da eine Bombe rein. Haha, sehr gut. Andere Seite. Auf der anderen Seite auch nochmal. Sehr schön. So, und jetzt hau ich kaputt mit dem Schwert einfach oder so. Achso, ja. Moment. Ja, geht mich nochmal hoch.
Koordination! Was? Koordinier was? Weg von denen. Koordinier was? Ich bring dich in Sicherheit hier. Du hast es geschafft? Hey. Jawohl. Cool. Ja, easy. Easy das money. Ich sehe das Problem easy. Nicht. Yay. Diese Musik dabei auch. Ja. Ah, schön. So doof, ey. So. Koordination 100%. Oder so. Hey. Okay. So. Erster! Okay. Dann. Ich hab Amos Geist. Hey, ich auch. Ich hab einen süßen Pilz. Das heißt, Alter, schon wieder! Dein... Ich hab den Rare Drop. Das heißt, du kannst jetzt dein Gewand machen, aber. Echt? Reicht das alles? Ich meine, ein Amos Geist und einen Gurkenschleim brauchtest du. Oh. Ich würde aber sagen, Leute, das schauen wir. Ja, das Kriegewand, genau, richtig. Ah, okay, das schauen wir im nächsten Part aber nach, Leute. Drücke X im Lumpenland, um ein Foto aufzunehmen. Hätten wir mal machen können. Ich habe ein Foto gemacht. Ja. Wieder aus Versehen bestimmt. Nein. Nein. Nee. Wieso? Was? So, ich habe genug. Es gibt neue Outfits, achso, steht da nebenbei. Doch, ganz willst du? Was, wo, wo? Was, ich habe jetzt irgendwas angeklickt aus Versehen. Ach so. Okay. Ich bin raus. Ich will zuerst. Was möchtest du? Für Mano. So blöd, dass es jedes Mal ausblendet, ey. Okay. Tja. Ich geb's auf. So. Okay, Leute. Wir beenden den Part jetzt aber hier. Ich möchte nur noch mal kurz hier mit dem Ball jonglieren, falls das überhaupt geht ohne Partner. Also ich stehe draußen bei der Speicherstatue wieder. Okay, da kommt nix. Moment, da ist ein Händler. Da ist ein Händler, der hat Sachen. Oh mein Gott, die Musik. Wie cool ist das denn? Geht nochmal rein. Wohin? Was? Hier in die Halle. Also Moment. In die Multiplayer-Halle. Oh mein Gott. Wie cool. Moment. Ich kann gerade nicht. Ich werde gerade umgezogen. Bei mir passiert hier nichts. Okay, dann mach das einfach mal gleich nach der Aufnahme. Das war's jetzt auf jeden Fall erstmal für die Folge, Leute, mit Zelda Triforce Heroes für heute. Im nächsten Part geht's hier weiter. Bis dahin! Tschüss! Tschüss! Tschüss!